Dungeon-Karte. Okay. So, da haben wir wenigstens mal einen Grundbauplan dieses Dungeons hier. Peng. So, Moment, was ist da hinten? Ist da hinten eigentlich... Moment. Was ist hier? Noch ein Deku. Wollt ihr mich veräppeln? Was willst du mir kaufen? Verkaufen. Lesen. Ich gebe auf. Wie wär's mit dem Deku-Schild? Nee, danke du. Ich hab ein Deku-Schild. Die wollen da überall Geschäfte machen, diese Dekus. Das ist unglaublich mit den Dekus. So, weiter geht's hier. Fumm. Oh, das ist cool. Eine Kettenreaktion mit Bomben. Ich fand die Idee damals mega cool. So. Doch bevor wir das machen, legen wir erstmal hier eine hin. So, ist da noch was? Nö. Okay. Fupp. Was ist denn hier? Okay. Oh Gott. Ach so, das sind diese Viecher. Okay. Komm her. Ah, geh weg. Geh weg. Okay, die gehen, glaube ich, nur mit Bomben kaputt. Da war sowas. Na komm. Na klar. Hau da einfach ab, ne? Boah, Drecksding. Okay, wachs nach. So, neue Taktik. Moment. Berühren. Hinlegen und ja, genau so. Lass den mal da hinten rumtanzen. Wir öffnen mal die Truhe. Da dürfte der Kompass drin sein. Yo, der Kompass. Nun bist du cool. Alter Typ, geh weg. Gut, nun können wir uns wenigstens orientieren in diesem ach so großen Riesendungeon. Ha, 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 ha. So, so. Hier hinlegen und dann gibt's eine geile Kettenreaktion. Die ist mega cool. Bam. Das ist cool, oder? Mal ganz ehrlich, das ist cool. Supidupi, dubidai, 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 dubidabi, zupti-chang, klinglang, plong, bam, bom. So, darf ich weitergehen? Vielen lieben Dank. So, jetzt dürfen wir jetzt aufwendig da hochklettern. Das dauert zum Glück überhaupt nicht lange und so. Oh Gott, irgendwas kommt auf mich zu. Oder doch nicht, keine Ahnung. Schöne Skulltula. Und was war da für ein Gegner? Ach, da oben ist eine Spinne und ein Skulltula. Ein Zwanni. Schön. Womit habe ich das verdient? Was ist da oben? Okay, da oben ist noch irgendwas. Moment, da. Da und da. Okay, es gibt zwei Skulltulas. Da und da. Und wir kommen an beide nicht ran. Da uns die nötigen Items dafür fehlen. Oh mein Gott. Moment. Ah. Achso, du bist... Okay, dich können wir... Moment. Dich können wir uns schon mal holen. Und du nerv auch nicht. Wenigstens eine, die wir uns holen können, ne? Die da hinten, die können wir uns halt leider noch nicht holen. Na, was soll's. Falls ich dran denken sollte, vielleicht später irgendwann. So, was gibt's denn hier? Auch schon wieder solche Drecksviecher. Vom. Okay, wie waren das nochmal? Du bist ein Gegner? Nee. Einfach nur Schalter drücken? Ist ja simpel. Okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was hier die Problematik des Raums war. Aber okay. Ist okay. Oh, Sniper. I'm a fucking Sniper. Nein, Herz. Nein, mein Herz ist weg. Naja. Nehme ich halt das. So. Ist hier noch irgendwas?
Nö. Ah, oh, fucking Sniper! Ich fühle mich so epic, wenn ich treffe. das ist ein Kackraum. Das ist ein Kackraum. In diesen schmalen Gängen weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Praktisch, nicht wahr? So, wir müssen den scheiß Viechern ein bisschen aus dem Weg gehen. Die sind wirklich nervend. Der Raum ist auch irgendwie leicht nervend. So, ah. Genau, so war das. Oh, das war Glück. So, wir müssen jetzt das timen. Wir müssen per Timing da oben dieses Ding freikriegen. Ja, genau. Genau so, habt ihr es gesehen? Ich bin ein Held. Nochmal. Ich glaube, man kann die auch ablegen da oben. Aber da muss man es halt für können. Und ich kann halt nichts. 29, der mir nichts bringt. Naja, naja. So, dann schätzen wir mal ab den Spaß. Okay, noch länger. Alle guten Dinge sind 3. Komm. Ist sogar liegen geblieben, glaube ich, ne? Ach, Spiel, ey. So. Moment. Was gab's denn hier noch? Oh, das war knapp. das war knapp. Okay, lass mal überlegen. Wie war denn das? Okay, ich glaube, hier komme ich später erst hin. Kann ich den schieben? Oh, ja, okay. Was bringt mir das, den zu schieben? Ich bin verwirrt. Moment. Da ist nix. Ich dachte, da wäre vielleicht was. Aber da war nix. Ach, Link, greif die Leiter, bitte. Mann, ich hab Durst. Leute, ich muss was zu trinken holen, Moment. Ich lass laufen. Ich cutte diesmal nicht. Ich bin gleich wieder da. Schon wieder da. Da! Hallo. Ja, das muss manchmal auch während eines Let's Plays sein, so. Hallo, hört man mich? Kurz was trinken, weil sonst bekomme ich nichts mehr raus gleich. So, jetzt geht's mal besser. Ehrlich, muss ich schon so sagen. Huh, weiter geht's. Weiter geht's. So. Und schwupp, voll vorbeigeschossen. Eigentlich wieder vorbeigeschossen, aber es hat geklappt. Super. Moment, da. Irgendwo. Nee, das war hier nicht. Irgendwo gab's da noch was. Das ist auch Dodongos, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Baby-Dodongos. Ein Baby-Dodongo. Ha, wie ich das wusste, ne? War geraten, aber war richtig geraten. So, geht aber bitte mal alle weg. Weil ich habe eigentlich gar keine Lust auf euch. Weil ich muss jetzt wieder Echsen besiegen. Weil, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, kommst du her? Hoi, beinahe. Na komm. Und schwupp. Nein, lass los. So. Ja, klar! Wie unlogisch!
Hab ihn voll getroffen, aber natürlich. Gut, Nummer 1. Das war unfair. Komm her. Na. Na kommst du? Na kommst du? Ja, du. Na komm, schlag zu. Nicht hänseln, zuschlagen. Alles nicht so einfach, wenn man nicht trifft. So, geh doch. Ich hätte gerne noch die Herzen da hinten. Und am besten nicht runterfallen, weil da unten drunter... Oh Gott, Entschuldigung. Unten drunter ist der Raum, wo wir vorhin gegen die Echsen gekämpft haben. Und da wollen wir ja jetzt erstmal nicht wieder hin. So. Zup. So, hier war das. Ja, hier gab es links noch was. Ich wusste doch, dass es sowas gab hier. Ach genau, da ist eine zweite Feuerwand. Ja, genau so war das. Ich erinnere mich. Cool. Alles kein Problem vor The Link. The Link, The Link, The Link. Jetzt sind wir hier oben. Und von hier oben. Hier ist eine Truhe. Ist hier die Bombentasche drin? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ne? Muss ja eigentlich, weil ich brauche die ja. Yeah! Die Bombentasche! Diese Bombentasche ist aus Dodongo-Leder hergestellt. 20 Bomben hast du und du kannst damit voll am Rad drehen. Cool! So, die Sache ist die, wenn ich jetzt da hingehe, da muss ich den ganzen Scheißweg nochmal laufen. Ich will den Scheiß nicht nochmal laufen. Okay, Moment. Mal saven. Saven ist immer wichtig. Dann nehmen wir uns mal ein paar Bomben zur Hand. Na gut, so viel dazu. Jetzt bin ich runtergesprungen aus Versehen. Müssen wir halt nochmal den Weg laufen. Und das nur für so zwei Wollt ihr mich verarschen? Für den Scheiß habe ich jetzt... Was verkaufst du mir? Dekonüsse? Nee. Lass gut sein. Und was hast du Schönes? Deku-Kern. Aber seid ihr ein bisschen behindert oder so? Ey, ich hab doch B gedrückt. Och Mann, Spiel. Ich will da hoch. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal außen rumlaufen. Bob! I hate it. I hate this shit. I hate this shit so extremely. Na gut. Wir haben Zeit. Gehen wir halt nochmal eine Ehrenrunde. Gucken uns doch mal an, wie schön es hier aussieht. Puff. Und diesmal sogar beim ersten Mal getroffen. Hahaha, I'm so good. I'm so very, very good. Lass mich in Ruhe. Und du auch. Oh, Mann. Nerv, nerv, nerv. Nerv, nerv, nerv. So, jetzt haben wir hier noch die doppelte Feuerwand. Na, nicht getroffen. I'm so bad, Spieler. So. Gut, wir sind wieder da, wo wir runtergefallen sind. Und jetzt geht's auf die andere Seite. Ah, es ist schon eine befreiende Sache zu wissen, dass man Bomben benutzen kann jetzt. Das erleichtert so einiges. Und wir können jetzt zu einigen Orten noch gehen und uns Sachen holen nach dem Dungeon. Das wird cool. Das wird verdammt cool. So. Was steht denn hier? Der riesige Schädel. Leuchten seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Oh. It's mystic. Mystico, magico, hä? Huh? Gut. Wir müssen die Augen zum Brennen bringen. Aber bevor wir das machen, erstmal da hinten hin. Weil hier gibt's eine Truhe. Und da ist bestimmt irgendwas total Wichtiges drin. So wie 5 Rubine. Geil. Das hat sich so gelohnt.